Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, in dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr einen Bambus selbst vermehren bzw. selbst ziehen könnt. Ja, ein Bambus ist eine wirklich schöne Gartenpflanze, gerade wenn man den so am Gartenteich hat, wie ich das habe. Das sieht dann sehr, sehr schön aus, wie ich finde. Und ja, es ist nicht ganz einfach, diesen wegzubekommen, wenn man ihn einmal gepflanzt hat. Aber das kann man sich hier zunutze machen, denn der breitet sich immer weiter aus, wenn man keine Wurzelsperre gemacht hat. Ich habe das hier gemacht. Und in dem Bereich, wo die Wurzelsperre ist, breitet er sich dann aber auch aus. Und genau da kann man dann den Bambus vermehren, und zwar durch Teilung. Ihr müsst dazu einfach mal so am Rand der Pflanze schauen, wo der neu austreibt. Hier ist zum Beispiel so ein guter Punkt. Und an diesen Stellen könnt ihr etwas von der Pflanze abteilen. Dazu nehmt ihr am besten hier einen spitzen Gegenstand, so ein Stemmeisen, wie ich das hier habe. Und dann sticht man das so tief wie möglich ringsherum dann aus. Wenn ihr die Wurzel dabei ein bisschen verletzt, habt keine Angst, die regenerieren sich wieder. So. Dann erhält man hier ein neues Pflanzenstück. Das kann man jetzt ganz einfach wieder irgendwo anpflanzen, und dann treibt daraus ein neuer Bambus aus, beziehungsweise er wird dann größer, vermehrt sich in der Breite. Denkt dran, eine Wurzelsperre anzubringen, einen Wurzelschutz, dass er sich nicht unkontrolliert verbreiten kann. Und so einfach zieht ihr euch also eure eigenen Bambuspflanzen. Ja, ich hoffe, diese kleine Anleitung war hilfreich und hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Paverick.